Ein herzliches Hallo hier aus dem Deutsche Bank Park und willkommen zur Kinderpressekonferenz, die heute natürlich ein bisschen anders stattfindet als sonst ohne Kinder, aber mit Bas Dost. Bas, danke, dass du da bist. Nicht zu danken. Wir steigen gleich direkt ein. Wir haben sowohl Videos als auch schriftliche. Die erste Frage kommt von Ansgar. Hallo Bas, ich bin der Ansgar und meine Frage an dich ist, hast du schon mal das Tor des Monats geschossen? Tschüss! Ich glaube, ich habe das. Bin mir nicht ganz sicher, weil das mich eigentlich normalerweise wenig interessiert. Mhm. Weil Tor ist Tor in meinen Augen. Aber ich habe damals ein Tor geschossen gegen Bayern. Und der war schön. Aber mit Wolfsburg noch? Mit Wolfsburg, genau. Und da haben wir das Spiel gewonnen. Dann habe ich den Ball ins Winkel geschossen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Tor des Monats war, aber geil war er. Also müssen wir auf alle Fälle nochmal nachhören. Ja, bitte. Sehr gut. Nächste Frage von Kevin. Bas, wer war dein Vorbild, als du noch ein Kind warst? Ja, natürlich mein Vater. Aber wenn man in Fußball guckt, dann war das eigentlich immer Zlatan Ibrahimovic. Mhm. Weil wenn ich dann so ungefähr 10, 12 war oder so, ist er nachher bei Ajax gekommen und der war für mich überragend und der spielt noch immer Fußball und der macht noch immer Tore. Der hat es alle gezeigt und ja, der war schon immer ein Favorit von mir. Mhm. Aber mein Vater natürlich auch. Sehr gut. Nächste Frage von Emilia. Hallo Bas, was ist dein Lieblingstorjubel für dich, wenn du ein Tor für unsere Eintracht schießt? Liebe Grüße und bleib gesund. Es gibt nicht einen favoriten Jubel von mich, aber das ist Emotion pur, weißt du, das kommt automatisch. Es ist nicht so, dass ich vorher zu meinen Freunden gesagt habe, hey, jetzt mache ich mal das. Caligiuri zum Beispiel hat immer sowas gemacht oder so. Immer diese Schnittbewegung. Ich habe das nie verstanden, weil ich will nie darüber nachdenken, wann das Moment da ist. Aber bei mir sieht man manchmal so mein Gesicht, meinen Mund geöffnet und ich glaube, das gefällt mir so. Uns auch auf jeden Fall, wenn du das machst. Nächste Frage von Finn. Hallo Bas, was ist dein Lieblingsessen? Ich glaube, das hast du schon mal in den Eagles 11 schon mal beantwortet. Lieblingsessen? Es gibt viel Lieblingsessen. Um ehrlich zu sein, meine Freundin kocht jetzt viel ohne Fleisch und ohne Fisch. Oh. Und am Anfang hat mich das überhaupt nicht interessiert. Habe ich gedacht, hallo, ich will Fleisch essen oder so. Aber es gefällt mir jetzt. Und ich muss sagen, das ist ein Riesenschritt. Es ist nicht so, dass ich gar nichts anderes mehr esse, aber zum Beispiel ein Schnitzel manchmal essen, das bleibt immer ein Favorit, aber ohne geht auch. Okay, interessant. Fabian, die nächste Frage. Hallo Bas Dost, wer ist dein bester Freund in der Mannschaft und was unternimmst du so mit denen, wenn du kein Training hast? Tschüss. Mein bester Freund in der Mannschaft. Wow. Ich habe nicht so einen Typ, womit ich viel mache. Letztes Jahr hatte ich natürlich Jonathan de Guzman, das war ein Holländer auch. Und der hat mich viel beigebracht hier und viel geholfen. Und mit ihm habe ich damals viel gemacht, bin in die Stadt gegangen, haben wir gegessen, mit Paciencia auch. Und es gibt mehrere Leute, womit ich mal was mache. Aber jetzt mit Corona gibt es ja keine Möglichkeiten, was zu machen. Und von da aus, ja, momentan bin ich viel zu Hause und mache da mein Ding. Mhm. Der Finlay fragt, hast du noch andere Hobbys außer Fußball? Ist natürlich schwer als Profifußballer, aber vielleicht gibt es da Kartenspielen vielleicht? Kartenspielen, auf jeden Fall. Dankeschön. Auf jeden Fall. Haben Sie was gerade? Auf jeden Fall, das gefällt mir. Es ist zum Beispiel, jetzt hatte ich einen freien Tag und dann bin ich mit meiner Familie nach Holland gefahren und bin dann bei einem Freund, habe den ganzen Tag Spiele gespielt. Mhm. Das heißt, wie nennt man das? Mensch, ärgere dich nicht? Ist auch ein Spiel. Ja, aber denn Gesellschaftsspiele, glaube ich, Gesellschaft. Sagt man auf Deutsch. Okay, ja. Gesellschaftsspiele. Oder Brettspiele. Auf meiner Sprache sagen wir Bordspiele. Mhm. Und habe das einen ganzen Tag durchgespielt. Und das gibt mir richtig Freude. Sehr gut. Die nächste Frage per Video von Johanna. Hallo Bas, bist du der Spaßvogel in eurer Mannschaft und sorgst für gute Laune? Ich weiß nicht, ob ich unbedingt der Spaßvogel bin, aber trotzdem versuche ich immer mal gute Laune in die Mannschaft zu bringen.
weil ich glaube, das ist wichtig, dass man alle positiv ist, auch mal, wenn man ein Spiel verliert. Ich glaube nicht, dass ich die, wenn ich über den Spaßvogel nachdenke in meiner Mannschaft, dann denke ich sofort an Timothy Chandler, ich glaube jeder. Das ist, du sagt auch, wirklich jeder, ja, absolut. Oder? Aber trotzdem versuche ich immer Freude reinzubringen. Der Leon fragt, was war dein Berufswunsch, wenn es mit dem Fußballprofi nicht geklappt hätte? Gute Frage, denn ich war 12 Jahre und dann bin ich schon im Profibereich reingekommen, bei einer Profimannschaft. Da habe ich da die Jugendmannschaften gespielt. Das heißt, ich hatte immer vor, dass ich Profifußball werden wollte. Aber trotzdem habe ich auch immer Schule gemacht und wollte dann etwas mit Zahlen machen. Ich weiß nicht genau was, aber ich war immer gut mit Mathematik und Sudoku oder so, weißt du? Damit würde ich etwas gemacht haben. Okay, perfekt. Nächste Frage von Lena. Hier ist die Lena. Bastost, wie bist du Fußballprofi geworden? Wie? Wie? Das ist natürlich... Ja, das habe ich eben gesagt. Ich bin schon ganz früh, habe ich angefangen, ich war 4 Jahre alt, habe ich schon angefangen mit Fußballspielen. Oh, das ist früh. Und wenn ich 12 war, bin ich an eine Profimannschaft gegangen, FC Emmen war das. Die spielen jetzt erste Liga in Holland. Und dann bin ich, wenn ich 18 war, bin ich in die erste Mannschaft gekommen. Und dann ist es eigentlich schnell gegangen. Das heißt, ich war schon früh bei einer Profimannschaft und habe dann gefightet und habe es am Ende geschafft. Und das macht Spaß. Das glaube ich. Der Philipp fragt, was war das schönste und das wichtigste Tor in deiner Profikarriere? Das schönste Tor? Das schönste Tor auf Kamera natürlich, oder? Ja, ja, gut, du kannst doch sagen, früher mit 6 Jahren im Garten habe ich mal über die Hecke geschossen. Aber das glaubt keiner, oder? Das kann keiner nachprüfen. Ich glaube, ich habe damals ein Spiel gehabt gegen Leverkusen und dann war es der 3-1 vor der Halbzeitpause. Hat Kevin De Bruyne den Ball reingeflankt und dann habe ich mit meinem Außenriss das Ball reingeschossen, wo man eigentlich vorher denkt, der kann gar nicht rein und der ist reingegangen und das war ein geiles Tor. Und das war die andere Frage nochmal? Das Wichtigste. Das Wichtigste? Ja, das war damals im Pokalfinale, glaube ich, mit Wolfsburg. Da haben wir 3-1 gewonnen und dann habe ich das 3-1 reingeköpft und ja, dann haben wir das Pokal gewonnen. Das war natürlich sehr wichtig. Pokalgewinn kennen wir hier in Frankfurt. Genau, ihr weiß das. Nächste Frage von Maximilian. Hallo lieber Bastost, ich bin der Maximilian aus Haunau und meine Frage ist, welcher Verein, du hast ja auch schon in Lissabon gespielt, welcher Verein gefällt dir besser und was sind die größten Unterschiede? Ciao. Natürlich nicht so leicht. Im Vergleich mit Frankfurt meint er. Ja, ja, genau, richtig, ja. Beide Vereine sind für mich überragend gewesen. Das Schlimme einfach jetzt ist, Frankfurt ist für mich, die ersten Wochen hier waren so geil mit den Fans. Aber ich habe leider so wenig erlebt mit den Fans hier. Und ich hoffe noch immer, dass es bald wieder losgeht, dass wir wieder die Fans erleben können, weil ich glaube, die Fans hier, die kann man auch mit keiner vergleichen. Trotzdem muss ich sagen, dass in Lissabon auch die 3 großen Vereine da auch richtig, richtig Fans haben. Und bei Sporting, die waren schon lange nicht Meister, haben die trotzdem immer die Mannschaft unterstützt. Von da aus, beide Vereine sind für mich richtig geil und ich bin stolz, dass ich bei beiden mal war. Kann ich das erste auf jeden Fall voll nachvollziehen mit den Fans. Ja, das ist so schade jetzt. Ja. Aber ich warte noch immer da drauf. Die Marie fragt, was ist dein Lieblingstier und hast du ein Haustier? Mein Lieblingstier ist, glaube ich, ein Schwein. Sag mal, das ein Schwein. Ja, es gibt ja so kleine Hausschweine, ne? Ja, genau. Das gibt's ja. Die möchte ich gerne später haben in meinem Garten. Jetzt noch nicht. Und zu Hause haben wir 2 Katzen. Oh, okay. 2 Katzen. Ein Junge und ein Mädchen. Und das sind Geschwister. Okay. Also. Die haben wir schon seit Lissabon und die ganze Nachbarschaft bei mir, die lieben die Tiere auch. Weil die Kinder, die lieben das alle. Ja gut, das kann ich verstehen. Sammy und Julie sind das. Super.
Und die hast du von Lissabon mit hier nach Frankfurt genommen? Genau, die waren damals so klein und jetzt sind die natürlich schon größer. Super, noch eine Videofrage von Sophie. Hi Bas, spielst du nur gerne Fußball oder machst du auch andere Sportarten gerne? Tschüss. Nochmal speziell die Frage auf Sportarten. Das ist, glaube ich, schwer als Fußballprofi, ne? Noch andere Sportarten nebenbei zu machen. Ja, das ist schwer, weil es gibt wenig Zeit davor. Aber trotzdem, wenn ich mal Urlaub habe oder so, mache ich am liebsten auch Sport, andere Sporten. Mhm. Mal ein Spiel Tennis oder Golf oder Minigolf. Es ist eigentlich egal. Ich liebe alle Spiele. Mhm. Vor allem die Spiele mit einem Ball, Tennis, Badminton gibt es auch noch. Es gibt sehr viel. Mhm. Ich mag das eigentlich. Sport, ich mag einfach Sport und spiele da wie Karten. Die Competition so ein bisschen. Ja, ich mag das. Letzte Frage, Bas, von Jule. Wie feierst du dieses Jahr Weihnachten? Sehr interessant. Puh, gute Frage. Ja. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, weil wir immer abwarten müssen, was die Regeln sind. Von da aus kann ich da nicht auf antworten, aber normalerweise feiere ich am liebsten mit meiner ganzen Familie. Und wir geben einander dann Geschenken und so. Und mal gucken jetzt. Mhm. Ich kann darüber nichts sagen, leider. Aber hoffentlich ist da was möglich. Super. Das war die letzte Frage. Vielen Dank, Bas. Dankeschön, alle, für die Fragen. Ja. Hat Spaß gemacht. Genau, vielen Dank an alle Junioradler. Gute Fragen auch. Absolut. Vielen Dank. Nicht so einfach. Ja, super. Vielen Dank für die Einsendung aller Fragen, aller Videos. Und wir hoffen natürlich, dass es irgendwann wieder dann praktisch live vor Ort mit den Kindern all die PK stattfinden wird. Bitte, ja. Danke, Bas, und danke euch. Tschüss. Tschüss.